Wolfgang Job ist jetzt von ihrem Posing nicht ganz überzeugt und zeigt ihr mal, wie das richtig sexy geht. Aber ich verstehe immer nicht, warum alle Mädchen das für sexy halten, sich irgendwie auf den Kopf zu fassen. Ja, einfach nur so zu stehen, dann kommt auch du. Wie würdest du das denn machen? Der Begriff sexy muss neu definiert werden. Entschuldigung, der Begriff sexy muss neu operiert werden. So wäre es richtig. So sieht ja nicht nur aus, wenn er sexy ist, so sieht er auch aus, wenn er traurig ist und wenn er lacht und wenn er sauer ist und wenn er lustig ist. Man bringe ihm Wein. Ja? So, und besonders gut hat mir der Slogan gefallen von dieser Kandidatin hier. Das heißt, Mädchen, die sich Sachen ausgedacht haben, die eventuell auf Deutsch, Englisch ganz gut klingen, aber im echten Englisch nicht funktionieren. Be excellent to yourself. Bitte? Be excellent to yourself. Be excellent to yourself? Mach das mal auf Deutsch. Sei dir selbst treu. Be excellent to yourself? Ja. Also, Heidi musste natürlich nachfragen, denn sie kann kein Englisch. Ja. Be excellent to yourself. Wir haben es heute Mittag mal in den Google-Übersetzer eingegeben und da kam raus, seien Sie ausgezeichnet sich. Vielleicht hat sie das ja gemeint, oder? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und der Slogan der nächsten Kandidatin, der ist, ja, ist irgendwie nicht in Jobs Ohren angekommen. Schauen wir mal. I'm a tall girl in a small world. I'm a tall girl in a small world. Ja, das muss man, man muss das Wolfgang Job verzeihen. Seine eigentlichen Ohren sitzen mittlerweile hinten unter den Schulterblättern. Da ist es ein bisschen schwierig, dann das akustisch wahrzunehmen. Ja. Mein Motto wäre, in dem Falle hätte ich gesagt, also erster Bogen, zweiter Bogen. Also wenn ich die Klamotten anhätte, nochmal, erster Bogen, pass auf, erster Bogen, zweiter Bogen und Slogan, Achtung, Kleidung clever kaufen bei Kick. Oder? Hab ich clever kaufen gesagt? Weil ich, ich habe so ein bisschen clever klaufen gesagt, oder? Kleidung clever klaufen, ne? Hab ich gesagt. Klaufen kennen Sie, oder? Halb klauen, halb kaufen. Also Sie nehmen, einen Teil nehmen Sie so und das andere bezahlen Sie. Das ist klaufen. Ich habe mir zwei Sachen geklauft. Ja?